deswegen ziehe ich jetzt vor, das Ganze jetzt nicht mehr über nicht mehr über YouTube zu streamen, sondern wir machen an der Stelle jetzt weiter, und zwar bei Twitch. Okay, wir wenden unsere Kamera und ja, ihr seht, die Bohnen, die Butter oder Margarine beziehungsweise ist schon soweit fertig. Und ich gebe dann etwas Salz hinzu. Und gieße dann einfach nur unsere Bohnen in den Topf. Ach, was mach ich denn? Durch diese scheiß Stream-Kacke, die jetzt hier dauernd abgegangen ist. Das war doch scheiße, was ich jetzt gerade gemacht habe. Da sollte doch eigentlich Zwiebeln dran. Mann! Dieses scheiß YouTube, ganz ehrlich. Das kotzt mich gerade mal so richtig, richtig an. Da muss doch eigentlich noch eine Zwiebel rein. Super gemacht, Leute, ganz klasse, ganz tolles, großes Kino. Das darf ich wohl jetzt korrigieren. Und zwar indem ich, wie mache ich das jetzt, am einfachsten. So, also, ich habe jetzt die Butter und Co. voneinander getrennt. So, lasse das Ganze jetzt erstmal auf ganz klein, damit also auch nichts weiter passiert. Und schneiden wir mal jetzt mal unsere Zwiebel. Das mache ich jetzt mal eben. Ja, ganz ehrlich, durch diese Scheiß-App, ja, habe ich jetzt total einen Bullshit gebaut. Ja, und gleich hier hinten ran. Geschält. Ihr seht, wunderbar. Ich werde das Ganze jetzt eben mit der Maschine klein machen. Seht ihr alles noch? Ja. So, jetzt darf natürlich unsere Bohnen weiterkochen, beziehungsweise unsere Margarine, weil die soll nämlich jetzt erstmal unsere Zwiebeln gut
leicht anbrutzeln. Dass das Ganze natürlich logischerweise auch etwas angebräunt wird. Normalerweise mache ich eigentlich sonst immer gerne Speckbohnen. Das tue ich heute ausnahmsweise nicht. Aber ich kann euch versichern, das schmeckt auch so ganz gut. Und ist immer wieder eine Augenweide. Ja, da ja leider Gottes Teil 1 und Teil 2 von YouTube, von der App dementsprechend, mehr oder weniger leider abgebrochen wurde, machen wir natürlich heute jetzt leider Gottes mit Teil 3 weiter, weil ihr seht ja quasi, Kartoffeln sind schon am Kochen, Fleisch ist hier drin. Also im dritten Teil habt ihr jetzt eigentlich überhaupt nichts mitbekommen, was dementsprechend jetzt bereits passiert ist. Und das Ganze könnt ihr euch dann bei YouTube Teil 1, 2 und dann halt Teil 3 leider wurde es separat einzeln anschauen. Tut mir wirklich leid. Ich kann da nichts für, weil ich habe die App von YouTube extra vorher noch dementsprechend abgedatet. Im guten Glauben, ja, alles ist toll und es wird wunderbar funktionieren. Dass diese App natürlich mit der Aktualisierung meinen Stream abschmiert, tut mir leid. Das konnte ich auch nicht wissen. Sonst hätte ich das von vornherein gleich bei Twitch gemacht. Aber nichtsdestotrotz, nochmal ganz kurz überfliegen. Bedeutet, wir haben Putin Oberkeule ohne anzubraten, ohne Fett, ohne Öl in den Topf geschmissen, haben dort dementsprechend Rotwein dazugegeben, haben dann Salz, Pfeffer, Paprika und Zwiebeln dazu gepackt, haben das gute Stück dann dementsprechend mehrfach gewendet und dann natürlich auch noch Wasser dazugegeben und ja, was soll ich sagen, unsere Delikatessenbrühe beigepackt und ja, so ist das Ganze dann nachher aufgefüllt, auf dass die Putenoberkeule vollständig gedeckt war und wie gesagt, das seht ihr dann, müsst ihr euch leider bei YouTube angucken, Teil 1, 2 und das ist jetzt hier gerade der Teil 3, weil wie gesagt, tut mir leid, ich hätte das ganz gerne alles in einem Video gehabt, nur diese blöde App ist leider Gottes puff, einfach abgeschmiert. So. Wir wollen aber jetzt nichtsdestotrotz weiterhin unser Essen hier immer noch fertig machen. Das heißt also, die Zwiebeln kochen schön gemütlich vor sich hin. Ich zeige euch das jetzt auch gleich. Die müssen nur etwas braun werden. Normalerweise mache ich eigentlich Speckbohnen. Das heißt, ich schneide mir kleine Speckscheibchen, mache dann kleine Würfelchen und zerlasse das dann und packe meine Zwiebeln dort rein, damit es also einen guten Geschmack gibt. Ich mache es jetzt hier etwas anders, das heißt keine Speckbohnen, sondern einfach nur gedünstete Brechbohnen mit Salz, Pfeffer und Zwiebeln natürlich. Ja, und wir blenden jetzt wieder um, damit ihr also auch seht, was treiben wir hier eigentlich. Moment, hoppla, das war die Kamera, Entschuldigung. Ihr seht also quasi, das Ganze ist im Gange. Jawohl, die Zwiebeln sehen gut aus. Die Margarine hat eine schöne, glänzende Farbe, so wie das Ganze eigentlich sein muss. So, und da wir ja durch diesen Absturz, den ja leider Gottes die YouTube-App verursacht hat, werden wir, ja mit meinem Ding komme ich da jetzt gar nicht zwischen, dann machen wir das Ganze anders, und zwar so. Ich nehme jetzt meinen Margarinetopf mit den Zwiebeln und gieße eigentlich nur meine Bohnen, die ich gerade vorhin abkippen durfte, weil ich ja die Zwiebeln mehr oder minder vergessen habe, vorher dort mit reinzutun. Die gebe ich jetzt einfach wieder hier hinzu, ihr seht, und stelle das Ganze dann jetzt auf den Ofen. So. Dann hauen wir noch etwas von Pfeffer dazu, weil das dürfen wir jetzt ruhig beigeben. Die Bohnen dürfen gut pfeffrig sein, nicht verpfeffert, aber gut pfeffrig sein. Und wir geben auch dann noch was vom Salz hinzu, ja, weil die Bohnen ziehen das Salz nicht sofort so an, wie man das manchmal gerne möchte. So,
Und dann verrühren wir das Ganze halt einfach so. Auch wenn es heute schon schief gelaufen ist, es wird trotzdem gut. Und wie gesagt, so. Das Ganze können wir dann auf Stufe 7 ruhig kochen lassen. Alles ist gut, bedeutet, das klappt. So, derweil, ich fahre euch jetzt mal etwas nach oben, halt falsche Richtung. So. Derweil sehen wir also hier auch unsere Kartoffeln. Da schauen wir jetzt mal rein, ob die jetzt auch schon gut sind. Und ich mache den Test immer mit einem Messer anpieksen. Wenn sie nicht dranbleiben am Messer, sind sie gut. Wenn sie noch hinterher hüpfen wie die, dann sollten die noch etwas kochen. Ich sage immer so, Pi mal Daumen, geschätzte Kochzeit im Schnitt irgendwo 20 Minuten, je nach Kartoffelsorte. Wenn ich jetzt auf unseren Ofen schaue, wir haben jetzt noch 15 Minuten, bis unser Fleisch raus darf, dann ist unser Fleisch mehr oder weniger, ja, ich sag mal 35 Minuten im Topf bei hohem Druck gewesen und dürfte dementsprechend auch gleich super, super lecker aussehen und vor allen Dingen auch super weich sein. Ja, den Kartoffeltopf mache ich jetzt erstmal wieder etwas zu, weil wir wollen auch etwas Hitze sparen. Dazu fahre ich also den Ofen auch auf Stufe 8 runter. Gleiches passiert mit den Bohnen, damit erstmal sich eine gewisse Temperatur bildet und auch das Aroma bzw. dann, ja, wie soll ich sagen, die Aromen alles durch die Bohnen ziehen kann, machen wir erstmal kurz, weil ich den Pfannenlöten den Deckel dort drauf. So, ja, jetzt kann ich euch eigentlich auch wieder ein Stückchen runterholen. Und dementsprechend umblenden. So, da sind wir wieder. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich auch schon das Ganze. Wir dicken gleich nachher unsere Soße noch an, weil die ja jetzt momentan nur aus Rotwein, Gewürz, Wasser und Zwiebeln und natürlich Bratensaft, der aus dem Fleisch rausbrillt, dementsprechend besteht. Nehmen wir da gleich noch unser, ja, ich sage mal Mondamin dazu. Eigentlich ist es gar kein Mondamin, sondern einfach nur Speisestärke. Kennt ihr vielleicht, hat eigentlich auch jeder von euch bestimmt zu Hause. Ob jetzt unbedingt das von Kaufland oder das von Mondamin, das Original. Es ist beides vom Prinzip dasselbe. Es ist nämlich einfach nur Speisestärke. Nur das Mondamin kostet, glaube ich, 99 Cent. Und das hier irgendwie 55 oder 60 Cent. Also es ist was günstiger, weil es von Car Classic ist, aber letzten Endes, es erfüllt denselben Zweck. Also warum soll ich mehr Geld rausschmeißen, wie eigentlich notwendig ist? Es dient ja nicht zum Geschmack, sondern es dient wirklich nur dafür, die Soße quasi dicker zu machen. Früher hat man ja dahingehend jetzt kein Mondamin benutzt, sondern früher hat man die klassischen Mehlspitzen gemacht, kennt ihr vielleicht noch von eurer Oma, oder vielleicht hat eure Mutter auch noch so gekocht, je nachdem. Die haben dann wirklich Mehlspitze gemacht, das heißt also gute Butter dementsprechend zerlassen, dann, wenn die zerlassen war, dementsprechend auch, ja, Mehl dran und das Ganze dann unterrühren, mehr oder weniger zu einer cremigen Masse gemacht und haben das dann einfach nur in die Soße gegeben und dann verrührt. Hat auch denselben Effekt, hat halt nur immer ein ganz klein bisschen nach Butter geschmeckt. Der eine hat es gerne gemocht, der andere hat gesagt, oh, das ist so meins. Aber wie gesagt, das hier ist absolut geschmacksneutral. Das sorgt wirklich nur dafür, dass die Soße halt angedickt wird. Und das könnt ihr also auch mit vielen anderen Dingen machen. Nur, wie gesagt, wir ersparen uns einfach die, ja, wie soll ich sagen, man könnte jetzt auch, ich habe gesehen, es gibt von Maggi und Knorr, gibt es diese, ja, wie heißt das, diese Fertigtüten, Maggi-Fix oder Knorr-Fix, für Rouladen zum Beispiel, für Gulasch, keine Ahnung, da kippt man einfach nur Wasser zusammen, haut dann dieses Fix rein und das ist dann die Soße, ja, ganz ehrlich, ich persönlich mache meine Soßen
für eine schöne Kartoffel und ein gutes Stückchen Fleisch natürlich immer selber und brauche natürlich solche Dinge dann dementsprechend nicht. So, das allerdings brauchen wir gleich. Stellen wir jetzt erstmal hier drüben hin. So, wir testen jetzt nochmal unsere Kartoffeln. Ich schalte dazu nochmal um. Moment. Bup. Einmal umdrehen. Ja, die App funktioniert wenigstens. Ohne abzuschmieren. Und wir schauen mal. Die ist gut, die ist auch gut. Ja, die hängt noch. Ich denke mir mal, wir geben den Kartoffeln mal noch gute 5 Minuten, auch wenn ein Großteil der Kartoffeln bereits fertig erscheint. So, währenddessen rühren wir mal unsere Bohnen und lassen von nun an den Deckel auch ab, weil die sollen ja nur gedünstet werden und nicht gekocht. So. Hier probieren wir jetzt mal, ob die auch schon ausreichend gesalzen sind. Das dachte ich mir schon beinahe. Die können nämlich noch ein klein wenig Salz vertragen. So. Und noch etwas Pfeffer. Und da wir einmal dabei sind, ich suche gerade, wo ist es? Wo hat er mich wieder hingestellt? Da fliegt noch eins. Natürlich, da ist es. Und zwar unser Bohnenkraut. Ganz wichtig. Das kommt auch noch dort hinzu, damit die Bohnen also auch richtig gut nach Bohnen schmecken. So, das Ganze wird dann schön untergerührt. Super, super, super. Und darf dann natürlich schön durchziehen. Wie gesagt, die Kartoffeln, die Bohnen werden jetzt bei offenem Topf weiterhin gedünstet. Die Zwiebeln müssen nicht unbedingt braun sein. Das geht alles so, wie es ist. Ja. Temperatur der Bohnen bleibt weiterhin auf Stufe 7 bei mir. Ich muss dazu sagen, Stufe 9 ist volles Programm. Also dementsprechend könnt ihr dann in etwa abschätzen, wenn euer Ofen jetzt nur bis 5 geht, dass ihr dann dementsprechend vielleicht auf 3 oder 4 fahrt. Oder wenn euer Ofen nur auf 3 geht, dann stellt ihr den meinetwegen auf 2. Das ist natürlich von Ofen zu Ofen unterschiedlich. Aber das werdet ihr dann selber ganz schnell merken, was ihr für eine Temperatur einstellen müsst. So, ja, das Fleisch braucht jetzt noch ca. 8 Minuten, laut unserem Wecker da unten. Ja, und die Kartoffeln, habe ich ja gesagt, denen geben wir mal noch gute 5 Minuten. Die Bohnen wirklich nur immer leicht unterheben. Also umheben, damit ihr die quasi nicht zu Matschebrei verarbeitet, ist eigentlich ganz wichtig, weil sonst habt ihr nachher mehr Bohnenbrei als eigentliches Essen. So. So, und dann wollen wir hier nochmal probieren. Eis. Ob das Ganze auch gut ist. Ja, das schmeckt schon gut. Das kann man durchaus so lassen. So, derweil schauen wir nochmal nach unseren Kartoffeln. Ja, ach, die eine hier. Ein bisschen noch, klein wenig. Ich denke mir mal, dass das alles gleich ziemlich zeitnah fertig sein wird. Und wir werden derweil mal so ein bisschen hier das Chaos beseitigen, weil ich habe mich ja hier nicht gekleckert mit Ruhm und habe natürlich erstmal aufgrund des mehrfachen Anfangs, dass die App abgeschmiert wird, natürlich
erstmal alles stehen und liegen lassen. Das wollen wir jetzt hier nicht. Und deswegen eben kurz vorsichtig alles wieder sauber machen. Und wie gesagt, könnt ihr mal ausmachen, dann brauchen wir hier mal so Wasser drin. Ja, das machen wir einfach aus. Ja, wunderbar. Da kommt das Messer da einfach wieder rein. Der Deckel ist gut. Zack, zusammen. Und ab dafür. Der soll eigentlich gar nicht da sein. Das ist wie gesagt unser Rotwein, den wir zum Kochen verwendet haben. Ja, der ist also, wie gesagt, ein spanischer Rotwein. Es ist angelaufen. Vino Tinto, spanischer Rotwein, lieblich. Den verwende ich eigentlich immer ganz gerne zum Kochen. Der ist dafür nahezu perfekt geeignet. So, ja, ich denke mir, die Zeit ist fast um. Wir können die Speisestärke ruhig schon, obwohl ich habe die Kasse draußen, die Speisestärke anrühren. Und je nachdem, da war ich noch nicht mehr. Je nachdem, wie viel Soße wir jetzt gleich haben. Je nachdem, wie viel Soße wir gleich haben, mischen wir natürlich auch dementsprechend die richtige Menge an Speisestärke und Wasser zusammen. Weil nehmen wir zu viel von der Speisestärke, haben wir das Problem, dann haben wir Pudding. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eine Soße, die nicht zu dünn ist, die aber auch nicht aus Pudding besteht, sondern die wirklich perfekt ist. So, und ich drehe euch jetzt wieder rüber, weil ihr wollt ja sehen, was wir hier machen. So, weiter geht's. Unsere Bohnen sind gut und können aus. Jawohl, die können aus, die sind sehr schön gedünstet, perfekt, so muss das sein. Ihr seht also, ja, das sieht doch super aus und das schmeckt auch super. So, eben nochmal nach den Kartoffeln gucken, die waren ja gerade eben noch nicht fertig. Aber ich würde sagen, auch hier, die können abgekippt werden. Und das wollen wir jetzt mal eben kurz tun. So. Die nehmen wir jetzt mal hier raus. Und stopp. Dann nehmen wir unseren Topf. Kippen einfach das Wasser ab. Boah, ich könnte die Brille dann gesehen. So, und dann tun wir unsere Kartoffeln natürlich logischerweise dämpfen. Dämpfen ist, wenn ihr quasi hergeht, nachdem das Wasser abgeschüttet ist, seht ihr, da ist immer noch etwas Wasser im Topf. Und damit die Kartoffeln nicht wässrig werden, dämpfen wir jetzt eben die Kartoffeln und lassen das Restwasser durch die Hitze noch verschwinden. Ich mache den Ofen da hinten derweil aus. So, ein bisschen schütteln, das Ganze ein bisschen umdrehen, so. Und dann sehen die Kartoffeln nachher gleich so ein bisschen fransig aus. Aber das ist so gewollt und auch völlig normal. Nur nicht so lange ohne Wasser draufstehen lassen, sonst habt ihr das Problem, dann braten euch die Kartoffeln nämlich an. Und wenn ihr jetzt mal auf den Topfboden guckt, dann seht ihr, da ist kein Wasser mehr. Und auch an der Kartoffel befindet sich kein Restwasser. Somit ist die Kartoffel also nicht wässrig. So, unser Fleisch sagt uns, wir haben jetzt noch gute 2 Minuten. Dann können wir diesen Schreihals, der uns hier wirklich tierisch auf die Nerven geht, auch dementsprechend ausschalten. Ich fahre euch jetzt mal noch etwas nach unten. So. Zack. Obwohl, warte mal, nach unten war eine blöde Idee. Ich darf euch mal besser auf Augenhöhe. Dann kann ich euch nämlich gleich, wenn wir umblenden, so, dann seht ihr auch besser.
und nicht nur abgeschnittener Kopf. So, wie gesagt, jetzt habe ich nur noch einen drauf gehabt. Dankeschön. Zwei. So, unsere Bohnen immer wieder auf den ausgeschalteten Topf noch etwas verrühren bzw. umheben, damit uns die also auch bloß nicht anbrennen, weil das wollen wir nicht. Das Einzige, was hier braun werden darf, das ist natürlich unsere Zwiebeln. Ganz klar. Komm, eine Minute, fertig ist er. So, der Schreihals hat ein Ende. Wie schön. Jetzt gehe ich mit diesem Topf gleich erstmal hier rüber. Boah, hier ist die Fenster aus. Oh ja, das liegt ja alles. So. Jetzt nehme ich euch quasi mit hier rüber und nehme unseren Schreihals mal vor der Flamme, weil eigentlich kann ich das noch anders tun, und zwar indem ich jetzt mal diese Sachen hier, indem ich jetzt diese Sachen einfach nur mal hier rüber nehme und alles mal hier hinstelle und dann mal unser Fenster ganz weit aufmache, denn hier wird jetzt gleich ordentlich Qualm rauskommen. Wir öffnen das Ventil. Das zweite folgt auf dem Fuße und das öffne ich jetzt ganz vorsichtig, weil sollte sich sehr viel Druck in dem Topf befinden und ihr öffnet sofort schlagartig, dann würde das Ganze rausspritzen und das wollen wir nicht. Wie gesagt, Schnellkochtopf immer vorsichtig, da ist richtig Druck hinter. Also durchaus auch gefährlich, denn mit so einem Schnellkochtopf, wenn der nicht richtig zu ist oder falsch geöffnet wird, dann kann es ganz schnell zu bösen Verletzungen in Form von Extremverbrennungen kommen. Ihr dürft euch ja vorstellen, dort befindet sich ja über 100 Grad heiße Flüssigkeit. Und wenn die aus dem Topf rausspritzt und erwischt euch, selbst wenn ihr Sachen anhabt, seid ihr nicht davor gefreit, dass ihr quasi dann dementsprechend geschützt seid. Also mir ist das schon einmal passiert, dass ich zu schnell habe aufgemacht und dann spritzt es halt. Wie gesagt, ich habe halt natürlich sofort geistesgegenwärtig gehandelt und das Ding wieder verschlossen. Aber nichtsdestotrotz, ich muss euch das ja mitteilen. So, jetzt schnell den Topf auf. Moment. Und dann dürft ihr auch jetzt schon mal in den Topf schauen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, unser Fleisch, das ist jetzt fertig und das holen wir jetzt hier raus. Moment. Da kann ich eigentlich den Topf hier nehmen. Beziehungsweise den hatte ich ja vorhin für die Bohnen genommen. Puh, 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 puh. Ihr seht, durch den Rotwein ist unser Fleisch schön rot geworden. Und genau das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. So, ich habe diesen, seht ihr, das Ganze sieht doch richtig, richtig klasse aus. Müsst ihr doch mal zugeben. So, jetzt können wir eigentlich schon unsere Soße, beziehungsweise, komm, ich nehme einen neuen Löffel, egal. Ach, was will ich denn damit? So, jetzt können wir unsere Soße dementsprechend schon erstens probieren und zweitens B dementsprechend andicken. So, ihr seht auch, die Soße hat eine schöne rotbräunliche Farbe. Man könnte schon fast sagen, eine ja, rehbraune Farbe. Kurz ein bisschen pusten und probieren. Oh ja, wie können wir so
so lassen. Das heißt, ab sofort Ofen aus. Und wir nutzen jetzt, ich sag mal, für diese Menge, denke ich mir, 2,5 Löffel. Seht ihr jetzt gerade gar nicht. Ich mache das jetzt mal eben so. 2,5 gute, seht ihr, gut gestrichene Löffel, ja, von dieser Speisestärke. Wobei, so, dann machen wir, lassen wir mal bei 2, wir können ja immer noch was nachgeben. Weil es soll ja auch nicht zu dick werden auf einmal. So, dann wird das Ganze einfach nur mit Wasser aufgefüllt. Und wie ihr seht, einfach nur verrührt, damit es keine Klumpen gibt. Weil das muss vollständig aufgelöst sein und ich muss mich jetzt hier ein bisschen beeilen. Sonst hört meine Soße gleich das Kochen auf und ich kann nochmal von vorne anfangen. Dass dann diese 2 Löffel hier eventuell nicht reichen. Weil normalerweise, wenn man die Speisestärke dran hat und andickt die Soße, dann kocht man das nochmal kurz auf. Ich probiere das jetzt so. Zack, dran. Oh, das war schon zu viel. Nein? Nein, das ist gut. Das ist sehr gut. Perfekt. So. Mal sehen, seht ihr das? Moment. Ja, ich zeige euch das ganz kurz. Ist noch zu dünn. Ist noch zu dünn. Ich lasse es, ich probiere es jetzt erstmal durch Aufkochen. Vielleicht kann ich durch Aufkochen jetzt noch erreichen, dass ich mir weiteres Zugeben sparen kann, weil generell kocht man das natürlich etwas auf. Und wenn dem so ist, dann würde ich sagen, haben wir ja Glück gehabt und brauchen keinen zweiten Löffel bzw. keinen zweiten Versuch. Das Gemüse und die Kartoffeln sind ja bereits fertig. Und können auch gleich sofort umgehend angerichtet werden. Und ja, mal sehen, was unsere Soße jetzt sagt. Weil ich möchte die Soße nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick. Ja, ich würde schon fast sagen, die ist gut so. Aber trotzdem, ich mache noch ein ganz kleines bisschen da dran. Also einen halben Löffel, nicht sehr viel, nur ein bisschen. Ein bisschen Wasser dazu. Ganze dann verrühren, dann sieht das gleich wieder aus wie so eine Milch. Schön, da, danke schön. Jetzt habe ich die Milch auf dem Finger. So, seht ihr, ich habe also jetzt noch ein klein wenig gemacht. So, ja, jetzt ist die Soße gut. Und ich verbrenne mir gerade die Finger, ich merke das. Jawohl. So ist die Soße perfekt, schaut. Ja, so muss eine Soße sein. Nicht zu dick und nicht zu dünn. Ofen kann aus. Perfekt. So, ja, eigentlich können wir jetzt schon dementsprechend servieren. Und das wollen wir jetzt hiermit auch tun. Ich schiebe jetzt erstmal die Soße hier rüber und nehme so lange die Bohnen hier drauf, damit die Resthitze dementsprechend auch ein bisschen verschwinden kann. Unsere Bohnen, das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Eigentlich können wir das alles so lassen, wie es ist. Und dementsprechend auf dem Teller anrichten. Genau das tun wir jetzt. So, wir schneiden uns jetzt unser Fleisch. Erstmal die Speisestärke weg, unser Handtuch weg. Das wollen wir mal ein bisschen trocken machen, das Wasser. Das brauchen wir hier nicht. Das packen wir dann hier hin. So, das geht gleich in den Geschirrspüler. Tschüss. Ja, Teller. Wir richten das Ganze natürlich auf einen Teller an und dazu nehmen wir uns ein, obwohl das ist zu groß, das reicht. So, normalerweise sollte man eigentlich hergehen und den Knochen hier raus entfernen, dann könnte man das Fleisch nämlich eigentlich so schneiden, was theoretisch richtig wäre, dass man das Fleisch immer, seht ihr das, ja, dass man das Fleisch wirklich quasi immer gegen die Wuchsrichtung schneidet, damit das Fleisch nicht faserig wird. Ob mir das jetzt hier gelingt, den Knochen einfach so rauszuoperieren,
Das kann man eigentlich nur probieren. Ja, aber ich denke, ha, das Ding ist heiß. Ja, hier muss eigentlich nicht viel geschnitten werden. Ha, nur das Ding ist heiß. Ich kann nicht richtig drehen. Also ich würde es ganz gerne so sauber wie eben geht, Halleluja, vom Knochen lösen und dementsprechend möglichst das Fleisch heile lassen da dabei. Ja, komm, dreh dich doch einfach raus. Hier ist noch eine kleine Ecke. Normalerweise löst sich das von ganz alleine. Shit, da ist er doch. So, seht ihr? Den Knochen, den packe ich jetzt einfach mal erstmal hier rein. So, denn jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, unser Fleisch auch in, also gegen Wuchsrichtung beziehungsweise zu schneiden. So, dazu gehen wir jetzt wie folgt her. Wir packen uns jetzt unsere Gabel, pieksen da rein und schneiden einfach ein schönes großes Stück. Das wird auch Mandel, das war ja klar. Aber alles ist gut. So, dann nehmen wir uns den Teller. Die Gabel ist blöd dafür. So. Und dann kommt. Ganze mal hier drüben. Seht ihr das? Ja. Dann schnappe ich mir was von unseren Kartoffeln. So. So. Dann natürlich auch unsere Bohnen. Und dann geben wir natürlich auch unsere Soße dazu. So. Sieht das Ganze doch perfekt aus. Und darf natürlich so gegessen werden. So, jetzt hole ich euch hier oben runter und zeige euch das Essen dementsprechend in Vollendung. Das ist unsere Putenoberkeule in Rotweinsoße mit Bohnen und Salzkartoffeln. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch wenigstens etwas gefallen, auch wenn ihr es leider Gottes jetzt in 3 Teilen schauen müsst, weil YouTube, da ist die Scheiße einfach abgeschmiert. Das wollte ich jetzt so nicht und das war eigentlich auch so gar nicht geplant. Aber nichtsdestotrotz ist es halt passiert, lässt sich nicht ändern. Und bevor ich das ganze Video jetzt mit dem eigentlich doch so leckeren Essen dementsprechend einfach in die Mülltonne schmeiß, weil es ja ein Livestream ist, habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, wir machen jetzt die 3 Teile und dann ist es eben halt so, beziehungsweise beim ersten Teil dachte ich mir, okay, machen wir mal 2 Teile, also es beim zweiten Mal abgeschmissen, okay, wir machen dann 3 Teile, aber den dritten definitiv bei Twitch. Okay, das Ganze wird auf jeden Fall zum Anschluss bei YouTube in 1, 2 und 3 Teilen zu finden sein, immer mit derselben Bezeichnung, nur hier mal Teil 1, 2 und 3. Und ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, das Video hat euch gefallen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen und sage, wir sehen uns im nächsten Video, denn ich hatte euch ja vorhin schon im ersten Video angekündigt, dass wir nach dem Essen dementsprechend heute noch einmal Kuchen für Anfänger backen, wenn man das jetzt mal so nennen will, weil man sagt ja, der eine kann kochen, der andere kann nicht backen oder umgekehrt. Also wir machen heute auch ein späteres Video, Backen für Anfänger,
Also quasi leicht, schnell und verständlich. Das kann jeder nachmachen, weil irgendwo fehlt das irgendwie noch in meiner Raupensammlung. Und genau das holen wir heute nach. Ich bedanke mich und sage bis nachher in unserem weiteren Video. Und bleibt dran. Viel Spaß. Ciao.